für den Bundestagspräsidenten Kai-Uwe von Hassel, CDU, war es vor 50 Jahren noch eine Selbstverständlichkeit, an die Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 zu erinnern. In der Plenarsitzung vom 20. Januar 1971 sagte er: Mancher wird sich die Frage stellen, ob es nach allem, was in den letzten 100 Jahren geschah, angebracht ist, dieses Tages in einer besonderen Form zu gedenken. Ich denke dabei vor allem an den Teil der jüngeren Generation, dem es schwerfällt, ein unmittelbares Verhältnis zur deutschen Geschichte zu finden, das pauschale Urteile vermeidet. Zitat Ende. Er kam jedoch zu dem Schluss, dass es eben eine Selbstverständlichkeit sei, dass der Deutsche Bundestag dieses Tages gedenkt, weil das Ereignis der Reichsgründung, wie alle anderen Ereignisse unserer Geschichte, als historisches Erbe angenommen werden muss. Er schloss seine Ansprache mit dem Hinweis auf das Grundgesetz, nach dessen Präambel das ganze Volk aufgerufen ist, in freier Selbstbestimmung die Einheit und die Freiheit Deutschlands zu vollenden. Diesen Zielen der Einigkeit, dem Recht und der Freiheit für alle Deutschen mit den Mitteln und den Möglichkeiten unserer Zeit zu dienen, ist Aufgabe unserer Politik und Sinn unseres Gedenkens an die Gründung des Deutschen Reiches vor 100 Jahren. Zitat Ende. Mit Blick auf das Jahr 1990 könnten wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, diese Mission ist erfüllt, zumindest teilweise. Wozu sich also noch mit einem Erbe belasten, das in den letzten 50 Jahren konsequent schlecht geredet wurde? Wozu an etwas gedenken, das angeblich der Anfang eines verhängnisvollen Sonderweges war, der Deutschland in die totale Niederlage von 1945 führte? Unser Blick soll nach vorne gehen, auf die europäische Einigung, da stören solche offensichtlichen Gedenktage nur. Konsequenterweise hat die Deutsche Post dem Datum daher auch keine Sonderbriefmarke mehr gewidmet, was sie 1971 noch selbstverständlich tat. Obwohl der Bundeskanzler damals Willy Brandt hieß, dem man wahrlich keine übertriebenen Sympathien für das Kaiserreich nachsagen kann. Rückblickend scheint die Welt damals zumindest geschichtspolitisch noch einigermaßen intakt gewesen zu sein. Heute ist das etabliert, was Kai-Uwe von Hassel damals bei einem Teil der jüngeren Generation vermutete. Das Kaiserreich wird verdunkelt, um die Gegenwart möglichst hell erstrahlen zu lassen. Einzelne Lichtblicke, die dort den Beginn der Demokratisierung, gleiches Wahlrecht und der Emanzipation, Arbeitergesetzgebung sehen, verlieren sich im Dunkel von Obrigkeits- und Machtstaat, Blut- und Eisenrhetorik und Bismarckkult. Solche wohlwollenden Deutungen führen dabei ebenso in die Irre wie die Böswilligen, weil auch sie die Gegenwart zum Maß aller Dinge erheben. Weder sollte das gleiche Wahlrecht den bundesrepublikanischen Parteienstaat antizipieren, noch sollte die Arbeitergesetzgebung den europäischen Umverteilungsapparat verantworten und auf den Weg bringen. Das hat Bismarck nicht gewollt. Was das deutsche Volk und seine Repräsentanten damals wollten, war die deutsche Einheit, einen wehrhaften Staat und den sozialen Frieden. All das ist 1871 im deutschen Nationalstaat Wirklichkeit geworden, gegen den sich der Gegenwärtige nicht wie eine Lichtgestalt, sondern ein dürftiger Schatten ausnimmt eher. Die Erinnerung an diesen lichten Moment deutscher Geschichte soll ausgelöscht werden. Nicht zuletzt, um die Erinnerung daran zu tilgen, dass man in Europa über 40 Jahre friedlich leben konnte, ohne einen europäischen Superstaat, nämlich 1871 bis 1914. Die Vereinigten Staaten von Deutschland sind 1871 von der Mehrheit der Deutschen begrüßt worden. Nur bei einigen Fürsten musste nachgeholfen werden. Das Deutsche Reich könnte daher eine Blaupause für die europäische Einigung abgeben. Wenn nicht eine europäische Sowjetunion, sondern die Vereinigten Staaten von Europa das erklärte Ziel unserer Politiker wären. Insofern ist es vielleicht besser, dass sie schweigen und nicht noch das zweite Deutsche Reich vor ihren Karren spannen. Das Jubiläum der Reichsgründung gibt uns Anlass, auf verschiedenen Feldern kritisch auf die Gegenwart zu blicken. Ich will hier nur kurz auf die Gewerbefreiheit verweisen, der durch die Corona-Maßnahmen gegenwärtig der Erstickungstod droht. 1871 kamen alle deutschen Landesteile in den Genuss einer Regelung, die sich seit den preußischen Reformen vom Anfang des 19. Jahrhunderts als Grundlage für den Aufstieg Preußens zu einer Industriemacht erwiesen hatten. Die Gewerbefreiheit, so umstritten sie anfänglich war, hat den Wirtschaftsaufschwung des Kaiserreiches maßgeblich befördert. Und es ist ein sicheres Zeichen für die Krankheit der Gegenwart, dass sie derzeit abgeschafft ist.